Ja, hier ist er wieder, ihr Alter, kann man schon sagen. Im nächsten Monat ein Geburtstag. Ach Gott, ich sage immer nicht, die Zeit vergeht, sondern der Mensch vergeht eigentlich. Ja. Naja, aber noch lebe ich ja, noch lese ich auch Zeitungen. Einer meiner Lieblingszeitungen ist die Neue Zürcher Zeitung, die ich wirklich sehr, sehr, sehr gut finde. Und da war jetzt ein ganz großes Dossier drin, erst vor einer Woche. Und da wurde die Frage gestellt, warum wir jeden Tag Milliarden von Hühnern schlachten, von Schweinen schlachten, von Kälbern abstechen und Hunde lieben. Und sie haben mal gesagt, wie kommt es, dass man dann sich, also auch ein Tier, ein Hund, so anders verhält? Und da ist drin gestanden, dass sogar Hunderttausende von Frauen, also bei denen darf der Hund sogar im Schlafzimmer im Bett schlafen. Und die Frage, die die Zürcher Zeitung aufgestellt hat, ist ja eigentlich ganz einfach zu beantworten. Hunde sind keine Tiere. Hunde sind Menschen. Das ist der ganz große Unterschied. Ein Hühnchen, ein Kalb, ein Schwein, das ist ein Ding, so wie ein Stein auf der Straße, ein wertloses Stück Mist, ja, das halt auf den Grill dann irgendwo geschmissen wird. Aber Hunde sind Menschen und als solche werden sie auch behandelt. Und jetzt könnte man natürlich tiefenpsychologisch weit, weit nachfragen, warum behandeln Menschen ihre Hunde ganz genauso wie Menschen und sehen in ihnen natürlich auch Menschen und auch die Wichtigkeit dieses Tiers ist natürlich ganz enorm. Ich habe erst kürzlich wieder eine Frau gesehen, ja, so um die über 50 war die wohl, mit ihrem Hund auf der Straße. Ich lief nebenher. Dann hat sie dem Hund gesagt: Du weißt ganz genau, dass ich dich heute Nachmittag nicht ausführen kann. Du weißt, dass Tante Hilde heute Nachmittag kommt. Und du weißt ganz genau, Tante Hilde, mit der muss ich Kaffee trinken. Das weißt du doch. Du weißt doch, dass wir immer 3 Tassen Kaffee trinken. Und da habe ich keine Zeit, dass ich dich heute Nachmittag ausführen kann. Aber du weißt natürlich auch, dass wir das immer nachholen werden. Und diese Frau war natürlich vollkommen und hundertprozentig der Ansicht, dass der Mensch, zu dem sie gesprochen hat, also zu dem Hund, zu dem Mensch, dass der natürlich jedes Wort versteht. Mir ist dann eingefallen, dass mir mal jemand erzählt hat, dass sein Chef eine Ehefrau hat, die einen Hund hat und die diesen Hund dermaßen liebt, dass, so hat man sie nämlich mal gefragt, wenn sie jetzt vor der Wahl stünde, dass in ihrem Dorf, die leben in einem Dorf, alle Dorfbewohner, Kinder, alle getötet werden oder ihr Hund, dann würde sie sagen, ja natürlich, die Dorfbewohner werden getötet, also ich lasse doch meinen Hund nicht töten. Und ich denke, nachdem diese Frage, warum die Menschen Hunde wie Menschen behandeln, die ist eigentlich noch nie so richtig beantwortet worden. Und zwar, weil sogar wahrscheinlich die ganzen Zeitungsherausgeber und alle Angst haben, dass sie da hier ein paar Kunden verlieren. Aber es ist eine hoch interessante Sache. Selbst ich, ja, ein mutiger YouTuber, habe eigentlich nicht hier zu diesem Thema nicht den Mut, wirklich meine Meinung bis zum letzten kundzutun. Aber naja, ich weiß, also Hundeliebhaber beleidigen, boah, boah, also das geht gar nicht. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön.